Ist das das Ende der Machtpunkte in Imperator Rom oder bei weiteren Paradox-Spielen? Seitdem Machtpunkte von einigen als Mana bezeichnet wurde und es einen riesigen Aufschrei gab, gefühlt zumindest, dass man nicht nur ewig warten musste, bis beispielsweise zivile Macht angestiegen ist, sodass man wieder Bewohner verschieben konnte oder auch viel zu viel Machtpunkte in die Spielmechanik übersät haben. Ja, seitdem ist auch Johann, der Game Director, aufmerksam geworden und hat gestern Abend noch ein Statement abgegeben, was etwas Wellen geschlagen hat, würde ich sagen. Und darum geht's jetzt. Ja, ich habe hier mal die gewissen Übersichten aufgemacht, worum es geht. Man sieht oben eben die vier Machtpunkte, Militär, Zivil, Redekunst, religiöse Macht und die Regierungsübersicht. Und jetzt reden wir über eine große Veränderung, was das alles angeht. Es ist ja bekannt, dass im Patch 1.1 im Juni bereits einige Aktionen von diesen Machtpunkten gelöst, getrennt wurden, wie beispielsweise der Infrastrukturausbau von Provinzen oder Städten. Dort ändern sich Werte nicht direkt per Klick, sondern es startet ein Prozess. Nun ist es so, dass die Entwickler weiter daran arbeiten, die Machtpunkte aus Imperator Rom zu entfernen und durch andere Einflüsse zu ersetzen, vor allem durch vorige Aktionen, was sehr interessant ist, und dazu komme ich gleich. Es soll in Zukunft eine weitere Währung eingeführt werden, der da heißt politischer Einfluss. Dieser erzeugt durch loyale Charaktere in Regierungsämtern gewissen Einfluss, sind also alle 8 Ämter, sagen wir mal beispielsweise 100% loyal, erhalte ich einen gewissen Einfluss mit Maximalwert. Ist sie hingegen überall auf 0, erhalte ich eben überhaupt gar keinen Einfluss. Wird es mit dem neuen Co-Konsul, also dem zweiten Herrscher einer Republik, beispielsweise Rom, einen illoyalen Charakter geben, werde ich noch weniger erhalten, also der Malus dieses politischen Einflusses ist da noch höher, als bei einem normalen illoyalen Regierungsbeamten. Man sieht das zum Beispiel hier in der Übersicht, unsere 8 Ämter in unserer aktuellen Regierung, und hier kann man einfach sehen, sagen wir mal hier der Hierophant, der ist jetzt bei 71% loyal, 97% Loyalität, 80, 70, 100, 75, 88. Die sind also alle loyal, aber eben nicht 100%, und deswegen erhalte ich natürlich auch nicht ganz so viel politische Macht in Zukunft. So, und vor allen Dingen finde ich das ziemlich interessant und vor allem auch nachvollziehbar, denn es ist ja zum Teil auch in der realen Politik eine Art Rückhalt, Zuspruch, Verbindung, und Lobbyismus entsteht durch Loyalität oder wird zumindest gefördert, und diese ganze Verzahnung ist für mich da schon nachvollziehbar und klingt erstmal sehr interessant. Bisher war es auch so, dass man die Regierungsämter nur mit Personen besetzt hat, die die besten Werte hatten. Also ja, Hierophant, Regierungswert zum Beispiel 7, wie man das hier sieht, und das soll ein bisschen aufgelockert werden. Und man soll eben nicht nur diese besten Werte wählen, sondern auch, man muss sich auch Gedanken machen und eben eine Entscheidung treffen, okay, der hat jetzt vielleicht nicht die größte Macht, was es angeht, ist aber loyal zum Beispiel. Und das ist ja ganz wichtig in Zukunft. Also, und keine Angst, natürlich sind die Machtpunkte nicht ganz aus dem Spiel, aber es ändert sich doch schon eben einiges. Und um euch mal ein paar Beispiele zu geben, hier gibt es 4, wie das funktionieren könnte. Eine Erfindung beispielsweise zu erhalten, soll das Staatseinkommen aus 4 Monaten kosten. Wenn wir das mal hier sehen, wir haben jetzt hier zum Beispiel ein Staatseinkommen von 1,42 Gold, und das mal 4 gerechnet, das dürfte dann irgendwo bei, naja, 6 Gold vielleicht sein, was das kosten würde. Ziemlich interessant und ist natürlich immer eine Balancefrage auch, muss man gucken. Als nächstes Beispiel soll zum Beispiel ein Gesetz politischen Einfluss kosten, wenn man ein Gesetz erlassen will, und reduziert die Stabilität um 25. Ihr wisst ja, dass diese in Zukunft von 0 bis 100 reichen soll. Ja, jetzt wird es interessant, was ich anfangs auch angesprochen hatte, dass es nicht nur Loyalität, politischen Einfluss geben soll, weil das ist ja auch nur ein Wert, der dann irgendwie erzeugt wird, sondern jetzt kommt ein interessantes Beispiel. Ein Anspruch zu fingieren soll erst durch vorige aggressive Expansionen überhaupt möglich sein. Also musst du vorher schon
durch Eroberung, ich sag mal, negativ aufgefallen sein. Und das ist super interessant. Und erst dann kannst du weitere Eroberungen oder als auch Eroberer gelten, was natürlich wieder negativen Wert auf alle Nachbarn und in diplomatischer Reichweite auf dich persönlich oder auf deine Nation gibt. Und das ist doch schon sehr interessant, dass durch solche Aktionen wieder etwas Neues generiert wird. Also das ist schon sehr, sehr interessant. So, und es gibt noch ein viertes Beispiel. Die Billigung einer Partei kostet ein wenig Stabilität und bringt etwas an Tyrannei. Jetzt kein Riesen-Impact, aber interessant. Noch zu erwähnen ist, dass diese Themen wie Beförderung, Assimilation oder Kulturkonvertierung noch natürlich durch Machtpunkte zu nutzen sind und die Entwickler diese Bereiche in absehbarer Zeit angehen werden. Also das kommt noch und dass das alles irgendwie mal aufgelockert und eventuell ganz ausgetauscht wird. Ich persönlich finde das einen guten Ansatz, das sind ganz viele interessante Verzahnungen, vorausgehende Entscheidungen drin, die auf jeden Fall sehr interessant sind und vor allen Dingen dürften sich sehr interessante diplomatische und innenpolitische Konstellationen bilden mit so einem neuen System. Ich bin darauf sehr gespannt und würde sehr gerne eure Meinung dazu hören. Sollen diese Machtpunkte komplett ersetzt werden? Soll es eine Mischung geben? Oder seid ihr vielleicht total zufrieden mit dem aktuellen System? Schreibt doch eure Meinung in einen Kommentar unter dieses Video. Also, interessante Sachen, später mehr zu Imperator Rom. Vielen Dank fürs Zuschauen, Zuhören und bis dann, macht's gut und tschüss.